ganz ja, zutraut. Das ist die Hoffnung, weil der Super-G, der hat mich vom Hocker gerissen. Das war eine Sensation. So, oben. Der schwierigste Teil. Ja, er, der Ruhige, auch im Vorverhalten. Er ist einfach so ein Typ. Aber eines versteht gut. Er normalerweise gut, dass er einen Ski laufen lässt, egal ob er in Probleme reinkommt oder nicht. Ein bisschen Rattern lässt sich ja nicht verhindern. Ja, da haben wir die paar Ripperln drin da oben jetzt und fahrt da weg. Ja, nach einer Sekunde. So, und ich denke, dass dem Blacky das besser gefällt, wenn er jetzt ein bisschen mehr Torabstand kriegt. Da wechselt es noch ein paar Mal. Ist ja clever gefahren hier. Ja, so, und jetzt aufgepasst noch bei dem frechen Linksschwung. Genau da rein jetzt. Ja, also Linie, das hat einmal gepasst. 1,32, da liegt er so im Bereich Median, Platz 5, 6. Ja, und da hat er jetzt ein paar Tore gut getroffen, dass er eben den Schwung da mitnimmt, in den Zielhang ein. Da liegt noch viel Zeit drin, da bei dem Übergang. Das wäre es. Im Slalom ist das immer seine große Stärke hier, das Finish. Mhm. 1,57. Okay, ja, da ist ein bisschen abwarten. Da kommt man wieder, da kommt er noch brachialer ans Werk gehen da runter. Aber das täuscht oft einmal ihm von der Körper. Hört dann her. So, bleibt dynamisch bis zum letzten Übergang da runter. Und dann sind sie im Ziel. 1,56. Ja, er verliert nicht mehr Zeit, sondern reiht sich da so zwischen Meillard und Kran jetzt auf Rang 6 ein, Marco Schwarz. Das ist natürlich schon, das ist genau eine Sekunde Rückstand auf den deutschen Alexander Schmidt auf Rang 3, auf Bronze. Das ist eine Welt, aber